Er ist der starke Mann des SV Werder. Marco Bode soll die Bremer in eine bessere Zukunft führen. Seit Oktober ist er Chef des Aufsichtsrats. Bode wollte nicht mehr nur zuschauen, sondern große Verantwortung übernehmen. Werder war 18. Das ist nicht nur fehlendes Glück oder Zufall gewesen. Natürlich haben wir auch Fehler gemacht oder die Mannschaft hat eben nicht geschafft, bestimmte Abzweigungen sozusagen zu nehmen. Bode ehrlich und direkt. Er, der auch Ehrenspielführer des Vereins ist, macht keinen Hehl daraus, dass einiges schiefgelaufen ist in den vergangenen Jahren. Es musste was geschehen. Also macht er sich dafür stark, Robin Dutz zu entlassen und seinen ehemaligen Teamkollegen Viktor Skripnik zum Cheftrainer zu machen. Der wichtige Gedanke war, dass wir von Viktor überzeugt waren und sind und ihm vertrauen. Mit ihm auch die Chance da ist, sozusagen eine nachhaltige Lösung für Werder zu haben. Das wäre natürlich wirklich ein Traum, wenn Viktor hier für viele Jahre unser Trainer sein kann. Die Entscheidung für Skripnik hat sich bisher ausgezahlt. Werder hat die letzten drei Pflichtspiele gewonnen und ist auf Platz 16 geklettert. In Bremen herrscht neue Euphorie. Der Vizeweltmeister von 2002 weiß aber nur zu gut, dass die Fehler der Vergangenheit nicht von heute auf morgen zu beseitigen sind. Der Verein verließ sich zu lange auf alte Gewohnheiten und Traditionen. Bloß keine Experimente oder Abenteuer. Jetzt hat Bode angekündigt, künftig bei Transfers auch mal ins finanzielle Risiko zu gehen, so es notwendig ist. Wir müssen eben auch trotzdem offen bleiben, auch für neue Ideen, für neue Personen auch, für neuen Input. Und diese Balance, glaube ich, ist der richtige Weg. Und das ist für mich auch der neue Werder-Weg, wenn man so will. Und nicht nur Nostalgie. Fast schon Nostalgie sind die glorreichen Derbys zwischen Werder und dem HSV, als es noch um Meisterschaft und Europapokal ging. Das Duell am kommenden Sonntag ist reiner Existenzkampf. Für Bode zusätzlich brisant, er trifft auf seinen Freund und Ex-Teamkollegen Dietmar Beiersdorfer als Vorstandschef des HSV. Klar, das Spiel gegen den HSV, zwischen HSV und Werder gibt es eine uralte Konkurrenzsituation als Derby. Ist ja klar, ich will da fairen sportlichen Wettkampf und jeder Club braucht diese Punkte im Grunde dringend und deswegen wird es auf dem Platz schon heiß werden. Aber ich will, wie gesagt, auch, dass das immer sozusagen im Rahmen bleibt.